Düsseldorf! Mein Name ist Nico Wenemann von der Partei, die Partei. Ich bin hier im Landesvorstand und wir, die Partei, kämpfen hier seit Jahren und zwar auch bundesweit gegen jegliche Rauchverbote. Wir sind für ein Rauchverbot. Meine Damen und Herren. Ja. Die schemenhaften Altparteien und Spaßparteien wie FDP sind letztes Jahr im Wahlkampf auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist mega heuchlerisch von denen. Ich bitte das zu beachten, wenn sie das nächste Mal an die Urne gehen. Die FDP lügt, wenn sie sagen, sie wären gegen Rauchverbot. Das ist vollkommener Quatsch. Die sind nur auf diesen Zug aufgesprungen. Und jetzt noch ein bisschen was Inhaltliches, würde ich sagen. Ja. Denn wir und ihr, liebe Raucher, wir finanzieren dieses Gesundheitssystem mit. Das wissen viele gar nicht. Ohne die Tabaksteuer gäbe es diese schöne Stadt hier so, wie wir sie jetzt vorfinden, nicht, meine Damen und Herren. Ja, und wir sind natürlich die Partei der Trinker und Trinkenden. Wir sind die Partei des Bieres und wir sind abhängig von Wirten, die uns in ihren Wirtshäusern rauchen lassen. Denn Rauchen, meine Damen und Herren, Rauchen ist ein Allgemeingut, Rauchen ist Freiheit. Rauchen, das ist cool. Rauchen ist ein Recht, für das nicht nur der Marlboro-Mann gestorben ist. Viele Politiker hier auch in diesem Land, die mega erfolgreich sind, rauchen bis an ihr Lebensende und bis über die 100 hinaus. Ich freue mich, dass so viele von euch hierher gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt alle Zigaretten dabei. Wenn das nicht so ist, die Partei kann euch hier mit Zigaretten und Rauchwaren versorgen, meine Damen und Herren. Wir haben schon letztes Jahr im Wahlkampf bewiesen, was für geile Raucher wir sind. Wir sind hier in Wirtshäusern gewesen und haben öffentliche Smoke-Ins abgehalten. Das heißt, wir sind in Kneipen gegangen, haben zum Smoke-In geladen, dann wurde die Tür von innen verriegelt und dann haben wir geraucht, bis die Lunte qualmt, meine Damen und Herren. Wunderbar. Ja. Und ich stehe immer noch hier vor euch und bin kerngesund. Ja. Lasst uns heute hier eine Zigarette des Friedens zünden, eine Zigarette gegen die etablierten Altparteien, die hier uns in diesem Land und unseren Rechten beschneiden wollen. Und das wollen sie auch in anderen Bundesländern. Und deswegen bitte wählt am 22. September die Partei, denn schlimmer wird es auch ohne uns, meine Damen und Herren. Smoke frei! Wunderbar! Vielen Dank. Wie war das eben? Rauchverbotsverbot? Rauchverbotsverbot! 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 Na, dann üben wir noch ein bisschen nachher, bis wir losgehen. Ich weiß, dass hier unter uns viele von den rot-grünen Politikern zutiefst enttäuschte Menschen sind. Vielleicht hätten sie es den Grünen ja sogar noch zugetraut. Aber dass ihre eigene Landesmutter sie so hintergeht, ihre eigenen Kinder im Stich lässt und sie so schändlich verrät, das hätten die meisten wohl nicht gedacht.